Und willkommen zurück bei Let's Play Neo Scavenger. Neue Hunde, neues Glück. Und dieses Mal haben wir auch wirklich, ja, einigermaßen Glück. Wir haben so ein paar Sachen schon gefunden. Rucksack, Klamotten haben wir auch. Unsere Skills sehen folgendermaßen aus. Also ich habe dieses Mal nicht das Metabolism bei den Flaws gewählt, sondern beim Positiven wieder, wie wir das zu Beginn immer gemacht haben. Damit wir halt echt, weniger Nahrung verbrauchen und Getränke, weil das hält einen doch schon wahnsinnig auf, finde ich. Wenn man, ja, sozusagen im späteren Spielverlauf angekommen ist. Und ich bin guter, ja, guter Zuversicht, dass wir es dieses Mal wieder bis nach Detroit schaffen. Ist halt immer blöd, dass wenn man neu anfängt, das... Ja, gut. Ach, Mann. Ach, jetzt habe ich vergessen, dass... Ach. Dass man dann immer, ach, cool. Some bullets. Und a Fernglas. Und... Das? Gut, dann machen wir uns hier gleich mal noch einen Strap dran. Und bringt uns das jetzt eigentlich was, wenn wir das... Ich gucke jetzt mal gerade so, wenn wir das jetzt auch noch... Bringt das einen Unterschied? Glaube nicht. Naja. Egal, haben wir das auch noch. Zum Scavengen reicht's. Reicht's hier noch zum Scavengen? Wir versuchen's mal. No useful items, natürlich das... Oh, ein Blue Frog-Typ. Nein! Gut, dem können wir entkommen, aber... Ja. Er hat uns noch nicht gesehen, heißt wir können chargen. Wir machen ihn fertig jetzt. Ganz einfache Kiste. Er darf uns allerdings nicht zu nahe kommen, das ist die Sache, weil die übertragen, wie gesagt, Seuchen. Wir haben ihn erwischt. Direkt in den Chest und er spuckt auch schon Blut. Das war es, glaube ich, für ihn. Nochmal in den Upper Chest. Und nochmal tot ist er. Okay, okay. Aber er hat einen Schuh. Na gut, 1,5. So, und die Blue Frog... Schärpe ziehen wir uns auch nicht an. Denn ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch diese Krankheit überträgt. Bei unserem Glück bekommen wir die sofort. Deshalb lasse ich das sein. Essen sollte man den Typ deshalb auch nicht. Ich lasse alles sein, was mit diesem Blue Frog-Typen zu tun hat. 49,2, cool. Blackshirt. Da können wir mal gerade tauschen hier. Dann ziehen wir das Blackshirt einfach hier drüber. So, zack. Und unseren Hoodie wieder so, zack. Sehr cool. Left 77,8. Left 18,7. Wir schleppen den einfach mal. Ja, der geht bald kaputt. Ja. Wenn ich das jetzt anziehe, dann... Improper Footwear, genau. Okay. Ja, doof, ne? Echt doof. So, wir gehen... Ach, da ist ja noch einer, aber der hat einen Sack dabei. Den töten wir. Er hat uns schon gesehen. Heißt, wir können chargen. Wir stürzen erstmal hin, natürlich. Wir chargen noch mehr. Und chargen. Und chargen. Was ist hier passiert? Okay. Der blutet schon. Ja, der blutet schon, das ist ganz cool. Wir offern mal zu talken. Mal gucken. Müssen natürlich jetzt warten, das ist blöd. Jetzt kommt er uns nämlich zu nahe. Oh oh. Er hat uns schon erwischt und wir sterben, glaube ich.
Wir müssen mal ein Stück zurück. Wir müssen zurück. Scheiße, der hat auch einen Speer. Das war natürlich blöd. Scheiße. Hoffentlich überleben wir das. Wir greifen jetzt einfach an bis zum bitteren Ende. Wir leben noch, sind aber wahrscheinlich jetzt... stark verwundet. Das Ding ist immer noch da. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch mal eine Minor Bruising und hier einen richtig schönen Cut. Und richtig schönen Pain. Und wir spucken Blut. Nicht schön. Clean Rags, wir packen uns da Clean Rags drum. Scheiße. Scheiße. Das habe ich wirklich übersehen, muss ich sagen. Das habe ich echt übersehen, Leute. Fuck. Aber er hat Fleisch dabei, das können wir uns einfach mal reinschlabunern. Ein Handy, geht das an? Okay. Running Shoe Right. Cool. Ich hoffe nur echt, wir überleben das jetzt. Ich hoffe es wirklich. Scheiße. Der hat uns echt mordsmäßig erwischt. Fuck. Ficky-Facky. Den Makeshift-Sack können wir auch nicht einstecken. Scheiße. Der hat uns echt erwischt. Player ist barefoot? Wir sind noch nicht barefoot. Zählt doch nicht so ein Zeug. Uns so sehr erwischt, ey. Gleich zu Beginn natürlich, das ist echt blöd. Aber wir haben einen Topf gefunden, das ist cool. Und nochmal ein Feuerzeug, das ist auch cool. Den Topf können wir wie immer sehr, sehr gut gebrauchen. Oh Mann, echt Kacke. Ach, egal. Kacke, Kacke. Wir blieben immer noch. So, weißt du, was haben wir noch? Was frei haben wir nicht? Ich hoffe echt, dass wir nicht sterben. Ich hoffe es wahrhaft. Das wäre blöd. Durch so einen dummen Fehler. Jetzt zu sterben ist echt doof. Hab ich keine Lust drauf, so bandagieren wir uns hier das Ding auch nochmal. Jetzt sehen wir aus wie der Krückenklaus hier. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hallo? Spiel? Hallo Spiel? Okay. Hä? Okay, wir... Okay, es hat sich nur so verändert. So, warte mal. Minor Pain, okay, meinetwegen, das soll halt so sein. So, und dann basteln wir uns jetzt gleich mal unser Zeltchen. So ein Mist, echt. Das war wirklich unnötig. Das war wahrhaft unnötig jetzt. Ach, Mist. Die Makeshift-Falle haben wir immer noch. Ist an sich egal, kann man auch hier hin machen.
dann haben wir nämlich alerted by noise trap. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. So. Rest and heal, würde ich sagen. Da kommt jemand. Da kommen zwei. Wir fliehen mal. Wir fliehen noch mehr. Natürlich. Natürlich. Das ist ganz klar. Wir kommen natürlich auch nicht weg. Wir können sprinten. Und wir bleeden. Okay, wir sind entkommen. Fuck off, echt. Das ist doch jetzt wirklich nicht dein Ernst. Jetzt hat uns der nochmal erwischt. Das ist jetzt echt nicht dein Ernst. So ein Trick. Gibt's nicht nochmal, ne? Also wenn wir das überleben, dann herzlichen Glückwunsch. So, wir warten jetzt nochmal ein paar Turns und dann gehen wir erst zurück zum Lager. Hä? Ach, da, oder? Natürlich, natürlich. Na klar, das ist echt. Was bist du denn? Was ist denn hier nur los, ey? Was ist hier nur los? Hier geht's echt richtig zur Sache. Warfarin, ich habe keine Ahnung, was Warfarin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinerlei Ahnung, das können wir uns höchstwahrscheinlich sparen. Boah. Jetzt hängt da drüben dieser Wolfman ab, oder was? Trap Shelter ist kaputt. Das Ding steht noch. Player Splint has fallen apart. Es fällt wieder alles auseinander hier. Ein Feuer können wir da nicht machen, das können wir vergessen. Schlafen können wir vielleicht nochmal. Machen wir uns erstmal einen neuen Splint. Ist doch wohl echt ein Witz. So, ist das jetzt endlich mal verheilt? Ja, wenigstens ein bisschen. Scheiße, ey, echt. Oh, Leute. Das ist auch schon wieder zurückgegangen. Ich hoffe, unser Blutverlust hält sich jetzt dann irgendwann in Grenzen. Aber hier ist echt, hier ist Party angesagt. Wir können jetzt hier mal resten und healen. Wir versuchen es einfach mal. Und wir haben richtig Durst. Und irgendwas ist wieder auseinandergefallen an uns. Irgendwelche Racks, ich glaube das im Gesicht. Und wir haben echt wirklich Durst, das ist ein Problem. Wir müssen eigentlich wirklich mal sleepen. Okay, wir fighten eine Infection, es wird immer schöner. Es wird echt richtig gut hier. Mein Gott.
Mein Gott, ist das gut. Wir machen jetzt hier ein Feuer, leck mich. Wir müssen jetzt hier ein Feuer machen. Es geht nicht anders. Wir brauchen was zu trinken. Das könnte uns schon mal reichen. Wir nehmen einfach das kleine Feuer. Und wir brauchen echt halt was zu trinken. So, funktioniert wunderbar. Echt, ey. Das gibt's doch nicht nochmal, was hier doch wieder abläuft, ey. Das ist echt nicht wahr. Jetzt kommt da oben dieser blöde Typ schon wieder angekackt. Können die sich nicht mal verziehen? Wir müssen pennen, Leute. Ich habe hier keine Zeit mit euch zu spielen. Wirklich nicht. Es tut mir ja auch leid, aber wir müssen hier weg und uns irgendwo erholen. Weil, ja, hier mit diesen Biestern überall im Nacken ist das echt nicht ganz so einfach. Hier können wir ein bisschen jetzt nochmal scavengen. Nochmal so ein Ding. Hier können wir was essen. Oh, Leute, ey. Das Ding esse ich jetzt nicht, weil da ist Salz dran, das macht uns nur durstig. Einmal noch. Was haben wir? Clean Rags. Das Ding ist auch verheilt. So. Ist doch wirklich nicht wahr. So, rennen wir hier halt in unseren Crocs rum. Dann können wir die nämlich wegtun. Leute, Leute, Leute. Und wir müssen echt schlafen. Es führt kein Weg dran vorbei. Hier können wir auch nicht scavengen. Das lassen wir schön sein. Ich guck mal gerade, was wir hier an... Okay, da könnten wir schlafen, brauchen wir noch nicht mal ein Zelt für. Das ist ganz gut, das machen wir auch. Es ist schon wieder Abend. Und wir sind echt sick. Das ist sick. Sick, sick ist das. Okay, wir haben ein bisschen gerestet. Aber wir fighten keine Infection mehr, so wie es aussieht. Lost Blood. Ja, aber wo verlieren wir denn noch Blut? Wir verlieren doch gar keins mehr. Erzähl mir doch nix. Wo? Wo verlieren wir hier noch Blut? Erzähl mir nicht so einen Blödsinn. Echt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, genau. Boah, Leute, ey. Manchmal macht mich das Spiel wirklich so ein bisschen... Ja, manchmal ärgert es mich wirklich. Und, ich würde dementsprechend sagen, wir versuchen das jetzt in der nächsten Folge noch einmal... Machen wir die jetzt halt ein bisschen kürzer. Wir versuchen es noch einmal und danach, falls das dann leider immer noch nicht funktioniert, machen wir erstmal Pause. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir das nie wieder spielen. Nein, nein, keine Angst.
Wir spielen das dann sicherlich dann nochmal, weil ich will das wirklich durchspielen. Aber ja, im Moment hätte ich halt gerne auch nochmal was anderes probiert oder gemacht. Und so lange würde ich das dann einfach mal ein paar Tage pausieren wollen. Ja, machen wir dann. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.